So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Raid am Mittwoch. Ich stehe gerade hier vorm Fenster im Wohnzimmer. Es sieht anders aus als sonst, das seht ihr vielleicht auch. Der Umzug ist trotzdem noch nicht ganz vorbei. Meine alte Wohnung, da sind noch Sachen drin, da muss ich immer noch öfters mal hin, muss dann noch was sauber machen, muss dann noch was rausräumen, muss dann noch was weg. Aber da muss man immer eine Stunde hinfahren, wieder eine Stunde zurück. So viel Zeit ist nicht mehr bis zum 30.04. Hier erstmal ganz provisorisch, ihr seht, das Raid am Mittwoch Hemd ist auch noch nicht da. Ich hatte das irgendwo in den Beutel, ich finde das gerade nicht, also ziehe ich jetzt mal hier die Oettinger Kutte an. Oettinger, das muss jetzt reichen. Mal gucken, ob man hierfür was Neues findet oder dann das alte Raider Mittwoch Hemd zurückbringt, wenn man es findet, oder einfach jede Woche das anhat, was man halt gerade anhat. So könnte man es ja auch machen. Raider Mittwoch hat wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und natürlich auch den Schocker der Woche. Und heute am Mittwoch ist natürlich auch die Raid Mania, die erste Raid Mania seit der Fan-Raid-Pass-Abänderung. Das heißt, wir können leider nicht mehr von 18 bis 19 Uhr durchraiden und hier mich einladen, bis zum geht nicht mehr, sondern die 5 Ersten, die erfolgreich durchkommen und mich zu ihrem Raid einladen, mit denen kann ich einen Raid machen und die kriegen einen Punkt auf der Raid Mania Liste. Anders geht's leider nicht. Hier ist auch keine Heimarena, das heißt, es gibt auch keine Abschlussraids, aber das werdet ihr bei Raid Mania heute noch hinkriegen, mitkriegen. Und ansonsten gucken wir mal, wie das heute Abend so läuft, ob das überhaupt Sinn macht, so, oder ob das Spaß macht, oder ob das irgendwie, ich habe keine Ahnung. Jetzt auf jeden Fall die Highlights der Woche und am Ende natürlich auch noch der Schocker der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Deferis. Brüten hat sich gelohnt, 100% Sneeble in der anderen Version, ne? Blickt mal einfach mal weiter hier, ich bin immer noch an der Banane. Maggie, Togetic in Shiny mit Blumenkranz. Ein Togetic ist ja auch der nächste Z-Day, der sogar diesen Samstag schon ist, von 14 Uhr, also wer das noch nicht auf dem Schirm hat, 14 Uhr diesen Samstag, Z-Day mit Togetic. Wenn ihr also noch Bonbons braucht, um noch was zu pushen, wenn ihr noch kein Shiny habt, finde ich immer trotzdem blöd, jetzt mit Blumenkranz richtig wertvoll, dann ohne Blumenkranz eigentlich dann überflüssig, aber trotzdem starkes Pokémon. Togekiss, gerade in der Meisterliga, sollte man sich immer mitnehmen. Auch noch McMaggie, Shiny Pikachu, auch hier mit diesen Kirschblüten, die ja neu waren. Ein Shiny Grillmark hat er sich noch hier mitgenommen. Shiny Chanera auch mit Blumenkranz. Azurill gebrütet. Mamfaxo gebrütet bei Karin Suell. Dann hat mir der Alexander Ahringer das C-Day-Ticket geschenkt. Dankeschön dafür. 1 Euro investiert, 1 Euro im Monat, sag ich ja, würde ich auch immer machen. Muss ich schon lange nicht mehr machen. Macht immer jemand aus der Community. Danke dafür. Wenn ich das mitkriege, poste ich das auch immer im Community-Tab und werde das hier immer versuchen, bei Raider Mittwoch mit reinzunehmen. Also danke Alex für das C-Day-Ticket. Wir werden gucken, dass wir am Samstag 14 bis 15 Uhr wieder eine Stunde unterwegs streamen, Spaziergang machen. Ich hoffe, das Wetter passt und die Forschung in der Zeit abschließen. Reike, 100er Somniam. Reike, Shiny Raupi. Reike, Shiny Muschas. Shiny Voltoball bei McMaggie. Kaiser Kai, leider falscher Account, 100er Quabbel, das Blaue. Was ist ja jetzt zuletzt Wildgard, man sonst eigentlich nur aus der GBL rausziehen kann. Aber ja, jetzt dadurch auch natürlich, dass 100er wieder ein bisschen an Seltenheit verloren hat. Kaiser Kai Duo mit meiner Schwester, 44 Sekunden Restzeit hier mit... Ja. Was wollte ich jetzt sagen? Nix! Duo! 44 Sekunden Restzeit. Hat meine Schwester aus der GBL-Belohnung bekommen. Kaiser Kai hier. Shiny Schlob. Dann nächste Shiny-Familie komplett. Ele Zeba Shiny. Beide am Start. Einfach mal eins entwickeln jetzt. Ich nehme immer das mit den höchsten WP. Ich gucke da gar nicht auf die IV. Alexander Ahringer Shiny Aerodactyl Nummer 3. Na endlich fehlt er noch. Timo Shiny Raichu mit Kirschblüten. 100% Level 50. Aber das ist für mich nicht der Schocker der Woche, weil das ist einfach ein wildes Pokémon. Als, na gut, als Shundo, aber trotzdem ein wildes Pokémon, was jetzt... also eigentlich ist es schon krass. Aber es ist nicht... Ach Timo, du machst mir es aber auch schwer. Timo gleichzeitig auch noch Shundo Togekiss mit Blumenkranz. Aber auch das nicht Schocker der Woche, obwohl beides zusammen ist schon... Nicht so leicht,
wie manche denken, aber doch schwerer, als es eigentlich aussieht, gerade erstmal. So, Pogehander, 100er Gearspains, Shiny Lugia, 100er Iskala, Shiny Gramurks, Krypto, Shiny Pantimimi, Shiny Mamfaxo, Shiny Sonnenfell, Shiny Mushas, zweimal, eins auch aus dem Abenteuerrauch. Das Gearspains hier von mein Highlight, habe ich euch also extra nochmal gezeigt. Raikou, Staufen im Breisgau, Shiny Evoli, auch mit Kirschblüten. Ich muss da auch ein paar entwickeln mal und gucken, ob ich dann alle voll hab, ob ich Glück hab mit Aquana, Flamara, Blitzer. Das ist ja immer völlig random. 1, 2, 3 Kit, Bonus Challenge, Catch, Beedrill. Hörte die Katzen, gut. Wild Jigglypuff appeared. Ich weiß, das Pummelluft ist Shiny vielleicht. Das andere ist einfach, ich verstehe es, ein Krypto, Bibor, warum? Und dann haben wir noch Haspiror mit Blumenkranz, Shiny und ein Meltan, Glücks, vielleicht auch Shiny. Kann man schlecht erkennen, ihr seht auch die verschiedenen Stile beim Upscreenen, manchmal habt ihr Bilder, die sind groß. Das sieht dann super aus. Manchmal schicken Leute 1000 Sachen auf einmal, wenn sie die dann nehmen, ist unten alles nochmal klein angezeigt. Das sieht nicht so schön aus. Da mache ich dann immer so Overview, wo man dann gar nicht mehr durchblickt. 1, 2, 3 geht aber hier noch mit dem Shiny Pichu aus dem Ei gebrütet. Das gab es ja jetzt also auch neu in den Eiern. War das Highlight von vielen, das zu bekommen, ist natürlich wieder selten. Ein Nachzügler in der Spotlight, yes, Nummer 2, also ein zweites Shiny Pichu mit Blumenkranz. Ich brauche keins, sage ich gleich dazu. Koselinchen, Flunkiefer, Shiny mitgenommen, Andy Forbeck, 100er Elezeba, 100er Ladybar, Shiny Austos, Shiny Vonera mit Blumenkranz. Wer das die letzten Events immer verpasst hat, die letzten Frühlingsevents, hatte hier also auch nochmal die Chance. Markus, jawohl, zum Rampenlichtstunde. Muschas, 100% an Sarina. Urlaub in Thüringen macht Spaß, hat hier vieles in Hildburghausen gefangen oder eben auch in Meiningen. Hat auch ein Shiny Pichu gebrütet. 100er Pikachu mit Kirschblüten. 100er Wommel. 100er Wuffels. Eigentlich fett, weil eben auch nur aus Eiern, beziehungsweise gut, gab es auch in Raids. Oder gibt es vielleicht sogar gerade nochmal wieder in Raids. Aber 100er Wuffels eigentlich auch selten, nimmt man mit. Nochmal 100er Wommel, 100er Liljeb, 100er Evoli, 100er Toxipet, Shiny Shirachi, Shiny Evoli mit Kirschblüten mitgenommen. Tobias R. hat es mächtig übertrieben, so viel mir geschickt. Wenn ich das alles als einzelnes Bild, wäre ich nie fertig geworden. Und die ganze Schlange unten am Bildern macht dann alles voll. Deswegen habe ich so in der Overview. Tipp an Tobias, ich würde an deiner Stelle, wenn du sowas machst und upscreenst, guck halt, dass du nicht alles doppelt und dreifach hast. So ein Nebulak zum Beispiel reicht. Muss nicht fünfmal Nebulak dabei sein, dann ist dann schon wieder zu viel. Ich habe es jetzt erstmal so genommen, aber wenn es nicht so viel ist, ist das auch anschaulicher und kann man dann auch größer machen. Was hat er jetzt hier aber? Shiny, Nebulak, Skobble, Nebulak, Skobble, Haspiror, Relaxo, Chanera, Habitat, Flummel, Stolos, Togekiss, Knudeluff, Chanera. Sind schon einige dabei, die immer doppelt waren. Weiter mit Yorklef, Togetic, Evoli, Krakilo, Evoli, Mamfaxo, sehr nice, Lugia, Bibo, Wablu, Mamfaxo, ein zweites Shiny Mamfaxo, also wer noch keins hatte, Skobble, Chanera, Chanera, Haspiror, dann Flurmel, Chanera, Skobble, aber dann 100er, 100er Evoli, 100er Drifloon, 100er Picochilla, 100er Ampharos, 100er Azumarill, Lady Buffelilu, 100er Knuddeluff, Azurill, Abmurai, Togetic, 100er Pikachu, Geronimatz, Rabautz, Rabautz eigentlich auch wieder Highlight, weil wegen aus Eiern und so. Oh, geht's nochmal weiter mit Shinies, nämlich Shiny Toxibet, Stolunio, Honiyu, Haspiror, Pikachu, 100er Schlappohr, 100er Bunnelbee. Hab ich das überhaupt schon entwickelt? Ich habe mir den Lucky-Eintrag geholt. Hab ich nämlich mit Thomas ein bisschen getauscht, als der da war. Er hat mir immer seine Bienchen gegeben, dass ich dann für den Lucky-Dex eins entwickeln kann.
Dann 100er Merrill, Wommel, trifft Zeppli. Wir sind immer noch nicht fertig, denn dann gibt es wieder Shiny, Pummeluff, Evoli, Evoli, Teddy, Ursa, Azumarill, Lugia, Skoppel, Krejcita, Chanera, Merrill. Und ihr seht, das ist nicht so anschaulich und das ist auch irgendwie anstrengend, oder? Also für mich war es anstrengend. Oh. Dann kommt Marco FedEx, Evoli, Pummeluff, Mamfaxo, Shiny, gebrütet, Mamfaxo, Merrill, Pantimimi, Togepi, Riolu, Bonera, Togepi, also alles so aus den 2-Kilometer-Eiern großartig rausgesemmelt. Ja gut, Pummelo vielleicht nicht, aber trotzdem vieles andere. Und dann unten haben wir nochmal Raupi, Pichu, Skoppel. Also der hat in dem Event auch fast alles mitgenommen, was es gab. 100% Regi Eleki, 100er Azurill, 100er Bumblebee, 100er Evoli, 100er Mamfaxo, 100er Pichu mit Blumenkranz. Ich glaube, ich habe immer noch keinen 100er Pichu, egal, mit Kostüm oder ohne Kostüm. Fehlt mir, hat er hier Shiny 100er alles abgegriffen. Auch 100er Mamfaxo, Shiny Mamfaxos. So viel gebrütet. Bestimmt mehr gebrütet als Tobias, aber weniger reingeschickt. Dafür einfach seltenere und Highlights mit dabei. Das 100er Regi Eleki habe ich auch nochmal hier groß gemacht. 16.02. Fand ich sogar ganz cool im Raid, gerade beim Fangen, weil das immer so rumgehüpft ist und irgendwie dadurch lustig. Also mir hat es gefallen, ich hatte Spaß beim Raiden bei dem Ding. Sören, Ei auf dem dritten Account, im Auto, Wommel, 100, gebrütet, Ostersamstag, Shiny, Girafarig, Ostermontag, Chanera, Shiny und Girafarig, 100, Jänner, 100er Azurill, Jänner, erlöstes, 100er Onyx. Sieht man schlimm, wenn man am Fenster steht und hier rausguckt, weil überall bewegt sich immer gegenüber in den anderen Fenstern irgendwas. Und ja, das war sonst nicht so. Sonst im Sitzen vorm Schrank und jetzt stehst du hier direkt vor dem Fenster und guckst die ganze Zeit raus. Das ist alles. Ja, dann nochmal hier das schlechteste Regi Eleki, was man aus dem Raid kriegen kann mit 67%. Dann auch hier Shiny Evoli mit Kirschblüten hat sich entwickelt. Wahrscheinlich in Hoffnung auf einer Aquana, ist natürlich Flamara geworden. Mist, schreibt sie da, Raupi dahinter. Ist vielleicht Tauschmaterial, wenn jemand zwei Aquana hat und sagt, er gibt ihr eine Aquana ab und ihm fehlt noch ein Flamara. Könnte man so auch machen. Dann 100% Krypto Flemli. 100er Krypto ist immer was ganz Besonderes. Wäre bis jetzt von meiner Seite aus Schocker der Woche. Ist einmalig bis jetzt gewesen und ist einfach krass. Dann erlöst es 100er Anorith, Celal mit einem Shiny Merrill, Shiny Haspiroir, 100er Flurmel, 100er Haspiroir, dann Release the Update, it's not finished yet, Release the Update, no, it still has a lot of bugs, who cares, Release the Update. Und das ist genau der Grund, warum die Community Niantic hasst. Weil es wahrscheinlich hinter den Kulissen wirklich so zugeht, hau raus, nee, das ist noch nicht fertig, hau trotzdem raus, ne, da sind noch Bugs drin, hau das jetzt raus und dann haben wir da, dann haben wir den Salat. Hier nochmal Pummeluff, Shiny bei Celal, Paco, ja, deine Community super nett und mega hilfreich, schön auch ein Teil davon zu sein, alles nur, weil du über YouTube angeboten hast, Pokestops zu erstellen. Wer macht denn sowas? Dann, Oberhausen, es ist ein Karibas, 100%. Ich glaube, von dem, für die Familie fehlt mir auch noch ein zweites 100er, genau. Dann 100% Lantern, 100% Evoli, Shinies bei Pago, Togekiss, Haspiroir, Merrill, Schlapper, Pummeluff, Riolu, sehr nice, Voldoball, Taubos, Slimog, Trade und Lugia, also Ditto war Trade. Elke, hey Ramon, zwei Chanera aus der Feldforschung mit 537 WP. Hat sie auch gemeint, das ist wohl wie bei Carvador. Da kann 117 ein 98er sein, aber gleichzeitig auch ein 100er sein. Hier auch zwei Stück bekommen mit 537. Das eine ist ein 98er, das andere ist ein 100er. Das 100er hat sie extra nochmal geschickt. Ansonsten gab es bei Elke hier noch 100er Driftlon, Krypto, Slimer in 100%. Schocker der Woche. Finde ich viel krasser als Flemli, weil ich das Pokémon einfach cooler finde. Flemli ist halt so klein, das ist so mega groß und brachial und die roten, feurigen Augen passen sehr gut dazu. Aber schon kann es eigentlich nicht Schocker der Woche sein, weil es ist ja nichts Einmaliges. Wenn es schon ein 100er Krypto gab und dann auch ein 100er Krypto hier ist, ist das halt nicht Schocker der Woche. Es ist nichts Einmaliges. So,
100er Manfaxo gebrütet, 100er Chanera, Shiny Habitak, Shiny Punita, Shiny Skoppel, Shiny Rabauts, dann auf Kaisi-Account, 100er Driftlon, 100er Mähmetall, 100er Lampi, 100er Pikachu, Shiny Meltan, Shiny Evoli, Shiny Chanera 1 und 2, Heiko mit dem 100er Regieleki, auch mitgenommen, sehr cool. Heiko, 100% Shiny Bun auf Level 35 bei PG Schar bekommen. Davon träumen auch manche, glaube ich. Annika, Kartoffelbrei, Stampf, wie auch immer, mit Fisch und Kartoffeln. Das passt sehr gut hier rein. Dann Hannes, 100% Toggetick mit Blumenkranz in München. Benjamin hat erstmal alles gelöscht, Spuren verwischt. Und dann ein Easy Duo mit Proto Groudon. Hier er und sein Supernatural Account. 90 Sekunden Restzeit, alles mit Groudon. Thomas Speck. Das ist aber Schocker der Woche, ne? Weil Lavita ist so cool und so nützlich und so stark, wenn du ein Despo da draus machst. Aber wie zuvor, es ist auch nur im Endeffekt ein 100er. Krypto-Pokémon, und haben wir schon zwei gehabt in der Sendung. Das muss was Einmaliges sein, also ist es leider nicht. Trotzdem fett. Grüße gehen raus an Thomas Speck für dieses 100%ige Krypto-Lavita. Dann habe ich gedacht, aus Spaß nehme ich das als Schocker der Woche. Der hat einfach Seite 5 erreicht von der befristeten Go-Kampfliga-Forschung. 5 von 5. Letzte Seite, wo es auch eine Top-Lade-TM gratis gibt. Ich bin immer noch auf der ersten Seite. Ich wollte heute eigentlich auch noch eine Folge Ramses Minus aufnehmen. Ich muss mal gucken, ob ich das zeitlich noch alles hinkriege. Jetzt ist gerade kurz ein bisschen ruhig. Ja, habe ich noch nicht so oft gesehen, dass Leute die letzte Seite erreicht haben. Die das spielen und erreichen, mit denen habe ich keinen Kontakt. Die schicken mir das nicht. Er hat mir das geschickt, finde ich immer wieder krass, stark. Muss auf 500 Kämpfe gewinnen. So viel habe ich insgesamt noch nicht in allen Seasons. Und er hat das hier diese Season schon auch fertig. Und bam, habt ihr auch 500 Kämpfe schon gewonnen diese Season? Schreibt's mal in die Kommentare. Dann Silvio, die Shinies der letzten 15 Tage. Wieder, warum die letzten 15? Warum nicht 14? Und warum immer 2 Wochen? Schickst du wirklich nur alle 2 Wochen was für Raider Mittwoch? Ich dachte immer, du schickst jede Woche für Raider Mittwoch, aber immer den Zeitraum von 14 Tagen. Vielleicht vertue ich mich auch und merke gar nicht, dass der dazwischen immer fehlt. Hier auf jeden Fall Shiny Ponida, Makago, Fasanum, Kiesling, Slimer, Dummiesel und Rapidox. Felidus, Nubbles, Daralili, Veggie, Mack und 4 Sterne, also 100%ige Ressler, Dero, Slimer, Ladybug, Zubat, Pikachu, Taubsi, Grillmax, Stolunios, Serbich, Feuchund, Duster, Ressler, Dero natürlich auch ganz frisch und neu im Spiel. Hier dann nochmal ein Makago so reingehauen, ist auch das kleinste und leichteste. Hier ein Schneckmack in Shiny. Julchen, bester Platz im 5-0er Dosenkarton. Das ist übrigens nicht ihre Katze, das ist Julchen selber. Hat hier ein Selfie gemacht, die ist boah, Adischatz, guck mal, brauchen wir noch eine dritte Katze. Cumulus, wieso drei? Ja, Molly ist ja jetzt auch da. Cumulus, Shiny Evoli, Cumulus, der Adoma Sun Account, Azuril, Shiny, Cumulus, Shiny Haspiror, Lenzhardt. Er hat sich wieder Mühe gegeben und das richtig schön gemacht hier. Natürlich am Kleinen, dem reicht ja das Toggetick nicht. Kriegt er noch einen Chanera, der Kleine. Warum alle Shinies auf Eberhard Schmidt? Noch ein Shiny Evoli. Dafür aber die 100% am Main durchs Tauschen mal wieder. Hat hier getauscht, sich ein 100er Wommel rüber gebastelt. Zweites 100% Wommel durch Tausch am Main. Zweites Shiny Evoli auf Eberhard Schmidt. Es hat sich wiederholt. Gestern genau die gleichen als Shiny bekommen. Dann auch wieder durch einen Tausch. Hier, Arctip, ein Glücks-Pokémon, 100%. Ich hätte Lennart wenigstens mal Schocker der Woche geben können. Regieleki-Duo ging besser als gedacht. Mit einem zweiten Account, 66 Sekunden auch Restzeit hier übrig. Endlich das Shiny auch am Main, nochmal ein Shiny für den Lennart. Langsam reicht es auch auf Eberhard Schmidt. Ich möchte die alle auf dem Main haben. Nochmal Shiny Toggetick. Endlich wieder ein Shiny am Main. Muss man ja mittlerweile loben wegen den Shinies von Eberhard Schmidt. Eben das Shiny Demeteros auf der Wolke, was momentan drin ist. Dann hat er auch ein Duo gemacht mit Shinaya. 100 Sekunden Restzeit. Vielen Dank für die Einladung zum Abschlussraid. Henry Niki, hier 2 Lugia mitgenommen in Shiny. Generell erfolgreicher Tag heute. Skobble, Kokowai, Evoli, Flummel noch dazu als Shinies. Kismet, Azotik und auch im Dreck
gedeiht und wächst eine Blume heran. Mit Shiny Flummel morgens, verzeih die Störung. Dann haben wir hier noch beim Baloo aus der GBL ein Shiny Lapras. Lugia Shiny, Kaubalat, Vonera, Chanera, Toggetick, alles dabei. Getauschtes 100%iges, 1372%iges, sorry, Pikachu mit Kirschblüten, zweites Shiny Lapras aus der GBL und dann am Abschluss die Feuerwehrfrau, also die Laura, mit einem Shiny Muschas, Shiny Merrill, Shiny Haspirohr. Jetzt höre ich den Street Fight schon wieder von die Cats und würde sagen, wir kommen noch zum Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von, haltet euch fest, nicht vom Artischatz, sondern vom Dragonite. Das ist was Einmaliges und er hat es auch schon angeteasert. Kandidat für Schocker der Woche, da wollte ich ihm den Gefallen tun. Ich weiß nicht, ob er überhaupt schon mal Schocker der Woche war, aber alle anderen Dinge waren halt immer doppelt und dreifach und hin und her. Und so ein Szenario haben wir jetzt einmalig hier drin. Ich weiß, die meisten sagen wieder, das ist nix, es gab viel krassere Dinge. Dann schreibt halt mal rein, was für euch Schocker der Woche gewesen wäre aus dieser Folge. Aber das hat sich mal gelohnt. 200er und 1,98er im zweiten Raid. Zu neunt haben sie den Raid gemacht. Hier seht ihr also, rechts ist das 98er mit 15, 14, 15, in der Mitte ein 100er von Team Blau gefangen. Links ist noch eins im Fangbildschirm, auch mit 21, 15, was auch ein 100er ist. Und als das gefangen wurde und bewertet wurde, sieht man auch Steinbach, Hallenberg, Thüringen, 5. Förder, 100% Team Gelb und hier 100% gleicher Ort, gleicher Tag, Team Blau. Das also Schocker der Woche vom Dragonite. Das war's jetzt von meiner Seite aus. Mal gucken, wie das so ankommt. Ich fand es ein bisschen ungewöhnlich, so zu stehen und vor dem Fenster ist ein bisschen unangenehm. Vielleicht muss ich mir noch einen anderen Platz suchen. Sitzen, Augen zu und durch. Ihr könnt ja mal Feedback geben. Passt das so, passt das nicht? Soll ich mir einen Platz suchen, soll ich mich setzen? Wirkt das dann nicht so steif? Heute lange Sendung, aber eingewöhnen, alles, Feedback brauche ich und dann gucken, dass es hier alles irgendwie seinen Gang geht. Ich freue mich auf jeden Fall trotzdem auf die Raid Mania heute Abend, auch wenn die abgespeckt ist und man nur 5 Einladungen bekommen kann. Aber wir machen das einfach so weiter. Die Raid Mania soll trotzdem nicht aussterben. Wir fahren halt alle einen Schritt zurück. Wir stecken, wir gehen, wir fahren. Wir machen irgendwas. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.